Welcome. My name is Elisabeth Grimmer, and I'm delighted to host this workshop with Yoko Tawada. This is the third event in our series, Archives of Migration, The Power of Fiction in Times of Fake News, co-organized by the University of California, Berkeley with Denis Gökturk and the University of California, Davis. The series is made possible by the generosity of the German Consulate in San Francisco, and I would like to use this opportunity to thank Consul General Hans-Ulrich Sübeck and Elena Sims, who invited us to think with her about a possible cooperation. I would also like to thank the Institute of European Studies at Berkeley, the Pacific Regional Office of the German Historical Institute, and in particular Heike Friedman, who has handled the publicity and the technological side of things. We will begin with a brief introduction of Yoko Tawada by Jonas Teupert, then Frau Tawada will read from her new novel, Paul Celan und der chinesische Engel, followed by questions. But first, the introduction by Jonas Teupert, who recently finished his PhD in German at UC Berkeley. His dissertation, Fugitive Forms, Literary Critiques of Modern Mobility, seeks to situate the writings of Yoko Tawada and Emine Sefki Özdemir in the larger arc of classical German literature and philosophy. Jonas has published on Heinrich von Kleist and Senthuran Varatharajan, and his article Tawada on the Net Towards the Poetics of Global Relations is forthcoming. Jonas plans to move to Taiwan for a teaching position starting this fall. Thank you, Elisabeth. It's now my great honor and pleasure to introduce Yoko Tawada and to welcome her back, at least virtually, to California, as she has been a guest at Berkeley's German department in the past. You will all know her as one of the most multifaceted authors of the present, writing both in German and Japanese. Her works span a vast number of genres, from poetry, short prose and novels, to essays, theater plays, and performance, such as her collaborations with jazz pianist Aki Takase. In fact, Tawada's texts are constantly transforming and on the move to becoming different genres. And we will see this process also in the novel that she will be reading today. Her writing is quite literally on the move, and most often concerned with movement and travel. Here you can think, for example, of Where Europe Begins, The Naked Eye, or The Emissary, to just name a few works that have been translated into English. The movements in Tawada's texts have an active quality. They transgress borders between nations, languages, and cultures. They disorient the assignment of male and female gender. They even reconfigure our notion of the human in relation to the animal and natural world. While this may sound like a daunting task, Tawada's associative and playful writing handles it with ease and addresses daily politics with the force of a dreamlike imagination. This is Yoko Tawada as a writer. Today, I would like to introduce her as a reader. She studied Russian and German literature and received her PhD for a fascinating dissertation with the title Spielzeug und Sprachmagie in der europäischen Literatur. Tawada's essays of literary criticism show her to be an avid reader, not least of the German language literary tradition. She has an elective affinity, eine Wahlverwandtschaft, for Heinrich von Kleist and was awarded the prestigious Kleist Prize in 2016, to just name one of many prizes she received. In her readings of Kleist, Tawada claims the Prussian ex-soldier for an archive of migration, to reference here the title of this series of events, and she frees him from nationalist appropriations. While we do not know Kleist as a migrant, he traveled by mail carriage and only made it as far as France, Tawada allows us to see in his writing a fugitive aesthetics that she shares with Kleist. Her engagement with Kleist takes an imaginative form of reading that opens the text up to new futures.
As Tabata once said, I quote, die Tradition ist immer eine Fiktion. Jeder Künstler darf mit allen Elementen arbeiten, die auf dieser Erde zu finden sind. Tradition is accessible to everyone and open to reconfiguration. Franz Kafka is another important reference for Tawada. Think, for example, of the role Kafka's animal fables play in Memoirs of a Polar Bear or Etüden im Schnee in German. Kafka reappears in her recent novel Paul Celan und der chinesische Engel. Here Kafka enters into a constellation with Celan, Nelly Sachs, and Hugo von Hofmannsthal, among others, as well as with our own pandemic present. And I quote, die Pandemie, and here she references the Spanish flu, which had weakened Kafka. Die Pandemie hat Celan zwei Autoren weggenommen, Kafka und Apollinaire. In Tabata's network of literary descendants and affiliation, Celan, who would have turned 100 last year, certainly takes a central position. Tabata has written three essays of literary criticism in which she proposes to approach Celan's texts from the perspective of a multilingual reader. She multiplies the meaning of Celan's poems by way of their Japanese translations through mystical numerology as well as other languages and codes. In her new novel, Tawada chooses a different path to approach Celan. Essayistic and associative in its form, it is also an imaginative narrative unfolding of reading Celan's collection Fadensonnen from 1968. In an encounter with traditional Chinese medicine, Tawada sheds new light on these at times opaque poems. She shows that the path through other cultures is not a detour, but an integral part of Celan's own poetry, or even of poetry itself. So please join me in a virtual applause to welcome Yoko Tawada. Ja, jetzt. Ja, vielen Dank für die Einführung. Jetzt werde ich beginnen mit der ersten Lesung. Und wenn Sie mich nicht mehr hören oder wenn ich da einfriere, dann sagt jemand Bescheid. Ja, ich weiß nicht. Das ist eine Zoom-Veranstaltung. Und bei mir ist es nachts. Also, wie Sie da sehen, wir sind nicht in derselben Zeit, obwohl ich mit Ihnen zusammen jetzt etwas höre und erlebe und diskutiere. An jeder Kreuzung bereut der Patient, keinen Würfel dabei zu haben, der ihm die Entscheidung abnehmen könnte. Geradeaus gehen oder abbiegen. Wer geradeaus geht, muss die nächste Straße überqueren, die rote Ampel ignorieren oder stehen bleiben. Brav auf Grün warten wäre ihm zu bieder, die Farbe des Blutes zu ignorieren zu riskant. Und wenn die Ampel zufällig grün wäre, das wäre auch keine Lösung. Denn es gibt keinen Zufall. Und wenn es doch einen gibt, ist er gezinkt. Grün geht nicht, rot geht auch nicht. Ihm bleibt nur noch die gelbe Ampel, eine neutrale Zwischenzone. Das quittengelbe Auge bleibt 2 Sekunden lang offen und schließt sich wieder. Um den Zeitraum zu nutzen, müsste man sich in einen Panther verwandeln. Der Patient, kein Panther, soll besser ganz und gar darauf verzichten, über den Zebrabrücken zu gehen und nach links abfliegen. Zum Glück befindet er sich auf der linken Seite der Straße und das ist kein Zufall, denn nach dem Verlassen des Hauses geht er immer nach links, egal ob es sich um das eigene Haus handelt oder um das seiner Freundin. Wenn er nach rechts gehen würde, würde bald ein kleiner Supermarkt erscheinen, in dem eine Kassierin mit bösem Blick und eine zweite mit barmherzigen Augen arbeiten. Wer von den beiden wird ihm das Geld abnehmen? Betreten eines Supermarkts ist russisches Roulette. Da er nach links geht, taucht bald ein Café auf. Er beobachtet beim Vorbeigehen die Kaffeetrinkenden und erntet ihre Gesichter wie goldene Ähren. Ihm fällt eine Stirn auf, eine kluge Stirn. Sie gehört zu einer Frau.
Der Atem des Patienten wird immer kürzer, die weiße Lederhaut der Augen leuchtet. Ihre silberne Halskette glänzt wie die Milchstraße und die Lippen plaudern unermüdlich. Ihr gegenüber sitzt eine andere Frau mit ähnlicher Frisur. Plötzlich schweigt der Mund der Frau. Wie wunderbar ist der Moment, wenn eine Stille eintritt und die Lippen sich einen schmalen Spalt öffnen. Dieses Mal aber ohne Stimme, als wollten sie den Patienten küssen. Noch wird nicht geküsst. Das Drehbuch dafür muss zuerst geschrieben werden. Der Patient, der die herkömmlichen Wörter hässlich findet, kann nicht schreiben. Das Wort küssen, zum Beispiel, schmeckt nach Gurkensalat. Zungenspäße der Nacht, das wäre der alternative Ausdruck. Ihn zu benutzen wäre aber ein Plagiat. Der Blick des Patienten, der die Lippen der fremden Frau beobachtet, wird kritischer, kühler. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Die Lippen liegen nämlich horizontal wie zwei Stück totes Fleisch. Daher kommt der Strukturfehler, dass eine Lippe auf der anderen liegt, als wollte sie Oberlippe genannt werden. Jede Hierarchie macht den Patienten traurig. Die Lippen müssten eigentlich senkrecht stehen und die gleichen Rechte genießen. Während er zu viel nachdenkt, passiert etwas, wovor er sich am meisten fürchtet. Die absolut idealen Lippen erscheinen vor ihm. Sie haben weder eine Form noch eine Farbe. Sie sind zwar perfekt, aber tot. Der Patient hustet heftig in seinen Ellbogen, mit dem er sein Gesicht halb bedeckt. Anschließend lässt er seinen Arm wieder fallen, lächelt schüchtern und gönnt dem nächsten Passanten den Vortritt. Ich habe es nicht nötig, nein, ich komme wirklich ohne Küssen aus, bitte. Sie sollten vorgehen. Wissen Sie, ehrlich gesagt, kann ich im Moment keine intensive Berührung ertragen. Sie können gern an meiner Stelle alles, was hier angeboten wird, genießen. Sie werden mich sicher würdevoll vertreten. Als Patrick sich für die Paul-Celan-Tagung in Paris angemeldet hatte, kam eine Rückfrage aus dem Büro der Organisation. Welche Nationalität haben Sie? Warum fragen Sie? Je nachdem ist eine andere Stiftung für die Finanzierung Ihrer Flugkosten zuständig. Patrick antwortet, BRD, bereut, die Abkürzung verwendet zu haben. Es ist feige, nur in Großbuchstaben zu reden. Ich bin ein FM vom IFWLB und komme zum IPCK mit AF. Wäre das eine musterhafte Antwort? Mein Selbstwertgefühl ist nicht groß genug, in Kleinbuchstaben zu sprechen. Die Großbuchstaben schützen die Menschen. Später schrieb er der Organisation, dass er nicht an dieser Tagung teilnehmen möchte, weil man dort auf die Herkunft zu achten schiene. Ich bin in Frankfurt geboren und wenn ich das sage, sagen die Schlauköpfe mit schnellen Zungen sofort, ach, Frankfurt an der Oder, an der polnischen Grenze. Nein, ich bin am Main geboren. Der Main ist ein Nebenfluss vom Rhein, der kein Besitztum von Deutschland ist. Wer redet aber hier vom Besitzen? Ich rede vom Fließen. Ich weiß, keine Stiftung will Geld in fließende Wasser werfen. Stopp. Der Patient will nicht denken, sondern gehen. Gehen ist ein rhythmisiertes Denken ohne Kommata. Er vergisst vollkommen, dass er Patrick heißt und geht fleißig mit seinen Beinen, die keinen Eigennamen nötig haben. Beine sind Beine. Die heutige Aufgabe ist, das Haus zu verlassen und 10.000 Schritte zu gehen. Es ist leicht, das eigene Haus zu verlassen. Das Elternhaus muss man verlassen haben, um mit dem Leben anzufangen. Das Leben befindet sich zuerst auf einer nackten Straße. Es ist besser, nach links zu gehen. Patrick hat einen jüngeren Bruder, der auch im 18. Lebensjahr das Elternhaus verlassen hat.
Er orientierte sich nicht nach links, sondern nach rechts. Ihm war es peinlich, dass sein älterer Bruder lange Haare trug, in einem Café saß und Weiberbücher las. Der Patient ist sich nicht sicher, ob er wirklich oft in einem Café saß. Er weiß aber auch nicht, ob er wirklich einen rechtsradikalen Bruder hat. Er kennt seine inneren Lippen allzu gut, die gerne lügen. Sie lügen, wo sie können. Sie lügen Tag und Nacht. Sie lügen unermüdlich, ohne Grund oder aus einem Grund, der ihm unbekannt ist. Was hat er davon, wenn er einen Bruder hat, der ein aktives Mitglied einer populistischen oder, um wieder den selbst gebastelten Begriff zu benutzen, papelistischen Partei ist? Doch etwas hat er davon. Er hat definitiv etwas davon, wenn er einen falschen Bruder hat. Es ist eine Orientierungshilfe. Der Patient hat keinen inneren Kompass. Erst durch sinnvolles Lügen kann er einen Stadtplan im Kopf malen. Lügen hilft. Dennoch ist die Erfindung eigener Wahrheit keine Tugend. Der Patient leidet unter schlechtem Gewissen. Dabei tröstet ihn eine Sache. Er lügt ohne Stimme. Und insofern schadet dieser Unart nicht seiner Umwelt. Der Patient ist überrascht, denn es ist kein Mann, sondern eine Frau, die hinter ihm steht und ihm vertreten will. Frauen können manches besser und es ist nichts Verwerfliches, sich durch eine Frau vertreten zu lassen. Ehrlich gesagt glaubt er nicht einmal, dass es um die Tradition der Hosenrolle geht, sondern dass er aus Versehen eine Hose anhat. Er muss sie anziehen und weil er nicht so zur Arbeit gehen kann, bleibt er lieber im Bett. Krank werden ist eine Sache, krank schreiben lassen ist eine andere. Der Arzt klickt die Wörter auf dem Bildschirm an. Müdigkeit, Antrieblosigkeit, Appetitlosigkeit, Konzentrationsschwierigkeit, Schlafstörung, alles nur erfundene Wörter. Der Patient weiß, dass nicht nur diese, sondern auch alle anderen Wörter erfunden und nicht aus der Erde gewachsen ist. Es steht fest, dass er eine Vertreterin braucht. Das einzige Institut, das geizige Institut bezahlt nur eine halbe Stelle. Das heißt, es zahlt einen halben Akademiker. Ein halber Mensch kann nicht gesund bleiben. Seine andere Hälfte, die keine Stelle hat, wird auch krank. Die beiden Kranken nehmen beim Hausarzt zwei volle Sprechstunden in Anspruch. Im Institut braucht man eine Stellvertreterin mit zwei Händen. Es geht also am Ende um zwei Personen und nicht etwa um eine halbe. Warum hat das Institut nicht vom Anfang an zwei Stellen geschaffen? Der Patient will seiner Stellvertreterin die Hand geben, es ist jedoch keine Frau mehr zu sehen. Und seine Hand schwimmt ziellos in der Luft. Seltsam. Sie stand doch gerade noch hinter mir. Vielleicht hat sie kalte Füße bekommen. Wer soll jetzt an meiner Stelle durch die Flügeltüren gehen? Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielleicht darf ich das Buch auch mal zeigen hier. Das ist wie alle Tawada-Bücher wunderschön, auch einfach ein sehr schöner Umschlag und schöne Bilder. Es ist ein sehr bedeutungsreiches Buch, also es kommt Krankheit vor, Kunst, chinesische Medizin, die Pandemie, Politik, Germanistik und natürlich Paul Celan. Und ich möchte zum Einstieg unsere Fragen gerne etwas zitieren, das mir ein Student bei UC Davis geschickt hat, Evan Martens. Evan schreibt, dass Tawadas Werk eine Welt darstellt, in der ich mich sehen und finden kann. Ich fühle mich repräsentiert, verstanden, zu Hause. Was mich hier interessiert, ist der Begriff Zuhause, der auf ein Zusammenspiel von Fremden und Vertrautem verweist. Man könnte auch sagen, auf Intimität in einer transtibetanischen Welt, um einen Begriff aus dem Buch zu verwenden. In der Stelle, die Sie vorgelesen haben, will Patrick, der Patient, so nennt er sich auch,
dessen Eltern aus der Ukraine kommen, nichts mit einer Organisation zu tun haben, die auf die Herkunft achtet. Er begegnet der mysteriösen Figur des Leo Erik Fu, den er nicht einschätzen kann. Es folgen seine wilden Projektionen. Fu ist ein Mönch aus Tibet, ein Freiheitskämpfer aus Hongkong, ein Spion, der die Stimmen von EU-Bürgern mit verstecktem Mikrofon aufnimmt, ein Koreaner mit Kontaktlinsen, die an eine gigantische Datenbank angeschlossen sind. Ja, ich lese das als eine humorvolle Kritik, die gerade jetzt besonders relevant ist. Aber was mich interessiert, ist, dass Ihr Roman auch den Begriff des Fremden noch in einen anderen Zusammenhang stellt. Sie erwähnen zum Beispiel die intime Beziehung von Opernsängern zu einer Sprache, die sie nicht sprechen, die sie also singen, aber nur auswendig können und eigentlich selber nicht sprechen. An einer anderen Stelle heißt es, die Lyrik ist an sich eine Fremdsprache. In Paul Celans Büchnerpreisrede, die auch in Ihrem Buch wichtig ist, spielt der Begriff Fremdheit auch eine Rolle. Dort steht der Satz, finden wir jetzt vielleicht den Ort, wo das Fremde war, den Ort, wo die Person sich freizusetzen vermochte als ein befremdetes Ich. Die Frage, die mich interessiert, ist genau diese Beziehung zwischen Fremdheit und Intimität, also das Intime im Fremden, das Fremde im Vertrauten. Und mich interessiert auch, inwieweit gerade Paul Celan, vielleicht auch die Celan-Rezeption, sich besonders eignet, um diese Themen zu behandeln. Ja, das ist ein großes Thema. Ja. Ja. Also ich fange ganz einfach an mit meiner Erfahrung in Hamburg in den 80er, 90er. Da war Bob Wilson war dort und Heiner Müllers Texte, Theaterstücke und Nicht-Theaterstücke inszeniert. Und dabei hat er zu den deutschen Schauspielern gesagt, dieser Text ist deutsch, aber sprechen Sie bitte den Text, als würden Sie kein Deutsch verstehen. Und das fand ich hochinteressant, der Muttersprache so vorzulesen, als würde ich das nicht verstehen. Und ich war manchmal auch in der Situation, weil ich dann Lesungen in Deutschland gemacht habe und doch ein Gedicht habe ich immer auf Japanisch gelesen und im Publikum versteht niemand Japanisch, dann kann man tatsächlich dieses Gefühl bekommen, ich verstehe es auch nicht. Also ich artikuliere, aber ich verstehe auch nicht irgendwie, ich kann das ausschalten, die Bedeutung, und da bleibt trotzdem eine Dynamik, eine Körperlichkeit, weil ich diese Sprache spreche, der Klang, der und die Sprache ist ganz, ganz nah, komischerweise ganz intim nah, körperlich da, als in dem Moment, wo ich die Bedeutung vergessen habe. Und das hat sicher mit der Poesie zu tun. Und ja, in diesem Buch, die Opernsängerin, das ist dann übrigens eine Amerikanerin, die Renee Fleming, ja, ist mein Modell, aber das steht nicht im Buch, deshalb sollte der, in ihrer Interpretation nicht vorkommen. Aber die schreibt in ihrer Autobiografie und so auch, beschreibt, wie sie dann zum Beispiel die russische Oper Jewgeni Onegin, den Text, der ganz lange Solo-Part, wo sie dann ganze Zeit russisch ganz alleine singen muss, ohne ein Wort zu verstehen. Natürlich ist man informiert, aber das ist nicht dann, dass man eine Sprache kann, sondern dass man diesen Text da präsentiert, körperlich, ja, den man dann im normalen Sinne nicht versteht. Und Paul Celan ist noch Frühwerke sind sicher, das hat sicher diese Art von Fremdheit nicht, weil sie haben, wenn es sowas wie ein Singen da drin ist, so ein Rhythmus, auch im Todesfuge, dann ist das dann zwar in bestimmten Sinne fremd, aber es gibt ein Singen da und der Text. Also jemand ist aus dem Körper heraus, kann dieses Lied singen. Aber in den Spätwerken von
Karl Celan, stehen die Wörter so verloren, so einsam, so fremd auf dem Papier. Und als hätte Celan diese Wörter verloren, als würde er Verlorene, einfach als Verlorene dort aufgeschrieben. So diese unverständlich natürlich auch, aber traurig auch. Und auch die Wörter, sehr oft kommen Körperteile als Wörter, Mund, Hand, auch Leber und Kopfkühl und so weiter. Und all diese Körperteile stehen auch da, aber so, dass man keinen Körper mehr hat oder dass diese Körperteile auch gar keine Verbindungen mehr finden kann. Aber im Wort, ohne Zusammenhang, ohne direkte Botschaft, stehen dort im bestimmten Sinne wieder so intim. Und die Krankheit hat auch etwas Intimes. Wenn man gesund ist, arbeitet man, man ist nach außen gerichtet, man ist in der Öffentlichkeit, redet und das. Aber auf einmal ist man krank oder die ganze Gesellschaft, die ganze Welt ist krank, so wie jetzt. Man ist zu Hause, man zieht sich zurück, man ist zurückgeworfen auf den eigenen Leib. Und das hat eine Intimität. Das ist eine Intimität der Krankheit. Ja. Das ist dann, ein Patient zu sein, für Patrick in diesem Buch, ist dieser Zustand, was ja auch nicht ungünstig ist, um Rürik zu lesen, vor allem Spätwerk von Celan. Ja, vielen Dank. Sie haben die Sängerin angesprochen. Ich habe übrigens über Google die als René Fleming identifiziert. Also Sie haben genug Informationen, damit man das feststellen kann. Und in der Stelle, die Sie vorgelesen haben, sprechen Sie ja auch von der Hosenrolle. Und die Oper spielt ja eine ganz wichtige Rolle in Ihrem Text auch. Also Sie erwähnen viele Opern. Ich habe mir aufgeschrieben, La Traviata, Othello, Rosenkavalier, Eugen, Onegin, Don Giovanni, Rusalka, Die Frau ohne Schatten, Arabella. Also die werden alle erwähnt, weil ja Patrick, der Patient in seiner Isolation zu Hause, sich Opern-DVDs ansieht. Und was mich daran interessiert, ist, dass die Opern, da geht es ja auch um eine Verbindung von Musik und Literatur, also Strauss, Hoffmannsthal, Verdi, Alexandre Dumas, Tschaikowski, Puschkin und so weiter. Also da geht es ja auch um Intermedialität. Und das zum einen frage ich mich ja, was hat Sie an dieser Intermedialität interessiert? Also warum ging es um diese Verbindung von Musik und Literatur? Und die andere Sache, die mich interessieren würde, ist, es gibt ja diesen wunderschönen Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan, Herzzeit. Und Ingeborg Bachmann spricht von Celans Lyrik ja als Gesang eigentlich. Sie sagt, er singt, also im sehr positiven Sinne. Aber ich habe auch gelesen, dass als Celan seine Gedichte bei der Gruppe 47 vorgestellt hat, das Gesang da also sehr negativ dargestellt wurde, also das gesagt hat, das ist ein Singsang wie in der Synagoge. Also die Frage ist, ja, diese Beziehung zwischen Musik und Literatur, was Sie daran interessiert hat und ob das für Sie auch im Zusammenhang zu Paul Celan steht. Ja, auch ein großes Thema. Ja. 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 Also, so wie Sie sagten, Gesang, Singen und Dichtung, das war ein wichtiges Thema für mich in der Tat. Und der Celan hat ja auch gesungen in seinen frühen Dichtungen. Und das ist dann, so wie Sie sagten, auch in Deutschland nicht gut angekommen. Und das ist nach dem Zweiten Weltkrieg schon immer so gewesen, wahrscheinlich in Deutschland, auch als ich dann in den 80er, 90er Lesungen von russischen Dichtern in Deutschland hörte, das ist dann so, ja, die können nicht anders und das ist so abschätzende. Also die Deutschen, meine Vermutung ist, die Deutschen sehen in diesem Gesang etwas, was sie hinter sich
gelassen haben. Das ist nicht modern, das ist nicht reflektiert und ungebrochen, so singen. Aber die russischen Dichter heute noch, auch wenn sie reflektiert sind, sie singen. Und Paul Celan hat auch sehr viele russische Gedichte übersetzt. Und davon habe ich auch Typoskripte sehr viel in Marbach im Archiv gesehen. Und Alexander Blok, Majakowski und solche Sachen, in solchen Übersetzungen singt er auch voll. Das ist nicht seine Stimme. Aber umso frei, ja, singt Paul Celan in der Übersetzung. Und das hat mich sehr erstaunt. Ja, das ist irgendwie mit voller Stimme, während ich dann nebenbei auch Fadensonnen gelesen habe, wo er überhaupt nicht singt, war das dann sehr erfrischend auch. Und diese Ablehnung zu Celans Gesang hat sicher etwas Antislawistisches oder Antisemitisches dann drin, weil darin ist etwas hörbar, aber Celan wollte dann auch nicht mehr singen oder konnte auch nicht mehr singen. Für ihn war in Fadensonnen auf keinen Fall gar kein Gesang. Aber in ein Gedichtband vorher, also in Atemwende, gibt es ein Gedicht, das der als Titel, ja, Fadensonne, als Titel trägt. Und in diesem ganz kurzen Gedicht, ich lese vor, über der grauschwarzen Ödnis, ein baumhöher Gedanke, greift sich den Lichtton. Es sind noch Lieder zu singen, jenseits der Menschen. Und das hat mich auch sehr beschäftigt, weil was sind die Lieder jenseits der Menschen? Also Lieder singen, das gilt ja ausgesprochen was Menschliches, Humanes, und das stimmt ja auch. Aber was er da meint, ist dann singen jenseits der Menschen. Und was heißt denn das? Das weiß ich nicht, vielleicht ein Gesang der Gegenstände, Gesang der Sprache selbst, Gesang der Tiere, aber nicht, zumindest nicht, dass die Menschen Gefühle oder etwas, was sie als Gefühle halten, herausbringen, sondern ganz anderes singen. Und darunter kann man sich wieder vorstellen, Dichtung als Gesang. Und dazu muss ich dann vielleicht auch noch sagen, auch in der japanischen Gegenwartsdichtung gibt es so Abneigung gegen Lesungen oder wohlklingende Gedicht singend, stolz vortragend, weil das all das hat auch natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg an die Gedichte erinnert, die als Propaganda eingesetzt wurde. Und da spielte das Radio auch eine große Rolle, weil damals gab es noch keinen Fernseher. Und Dichter, die für den Krieg waren, haben ihre Gedichte im Radio vorgelesen. Und das war der Missbrauch der Dichtung natürlich. Und dann nach dem Krieg, als wollten viele Dichter dann gar nicht mehr ihre Stimme geben, also Gedichte soll jeder für sich stillschweigend, nachdenkend lesen und niemals lesen, um das Publikum zu begeistern oder so. Und daran musste ich auch mehrmals denken, weil in Japan gibt es keine Lesung und ich habe auch natürlich, als ich da lebte, auch keine solche Erfahrungen gemacht. Aber wenn man hier ist, ist natürlich Gedichte vorlesen, und wenn da eine Gruppe von Menschen sind, die da zusammen zuhören, und wenn etwas entsteht, ein gemeinsames Gefühl, das ist ein tolles Moment. Ja, und aber dann muss ich dann jedes Mal auch denken, ah, das ist Propaganda, genau das ist Propaganda, was ich da jetzt mache. Ne? Und das ist so zwiespältig. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit gibt es das wieder nicht. Also wir ziehen uns zurück ins eigene Zimmer und denken darüber nach, ob das so
gut ist oder nicht. Das bringt uns eigentlich zur nächsten Frage. Das war Jonas Frage. Ich hatte da wirklich gleich eine anschließende Frage zur Pandemie und ja auch zum Atem, der ja für Celan sehr wichtig ist. In der Stelle, die Sie vorgelesen haben, da hören wir also etwas von den Berührungsängsten des Patienten. Ja, ja. Es wird nicht geküsst und man berührt sich nicht. Also da wird ja, denke ich, ganz klar an die pandemische Situation angespielt. Und es geht natürlich auch in gewisser Weise um Isolation dabei. Und das ist ja auch schon ein Thema in Ihrem Roman The Emissary. Also eine Frage wäre sozusagen, ja, wie verändert sich das Thema der Isolation in diesem neuen Roman, jetzt gerade in dem Kontext der Pandemie, und wie hat sich die Pandemie auch auf Ihr eigenes Schreiben im letzten Jahr ausgewirkt? Also Sie haben ja wirklich sehr, sehr zeitnah, sehr in der Gegenwart sozusagen jetzt über die Pandemie geschrieben, und wie kam es dazu und wie war der Schreibprozess in diesem Kontext? Ja, eigentlich hatte ich gar nicht vor, über die Pandemie zu schreiben. Das war nicht mein Thema, sondern Paul Celan und einer, der das liest. Aber dann habe ich festgestellt, so ein Gedichtleser oder ein Literaturwissenschaftler, der keine Stelle hat, aber doch sich mit Gedichten beschäftigt, der ist sowieso in der Pandemie. Das heißt, isoliert und auch Berührungsangst, hat auch mit anderen nichts zu tun und einsam. Und das ist dann vielleicht ein normaler Zustand für ihn. Ja? Und dann passte das sehr, sehr gut, dass da jetzt ist die ganze Welt so, aber für ihn ist es Standard. Und die andere Sache ist bei der Emissary, Sendbote. Als ich das geschrieben habe, hatte ich nur Fukushima und Japan im Kopf. Das heißt, nach dieser Katastrophen war Japan etwas isoliert, also freiwillig, oder wie soll ich das denn sagen? Die Japaner tendieren nicht mehr nach Ausland zu gehen, wenn es dann Katastrophen bei sich gibt. Normalerweise, oder die Europäer würden dann flüchten oder woanders hingehen. Und ganz umgekehrt, diese Inselleute, die meisten von ihnen, versuchen umso stärker zu Hause zu bleiben, wenn da Katastrophen sind, um das wieder aufzubauen und was weiß ich. Auf jeden Fall, und auch nicht mehr offen gegenüber dem Außen, im Moment auch so, finde ich. Und das fand ich sehr, sehr, ja, schon ein problematischer Eigenschaften der Japaner, dachte ich damals. Und dieser Gedanke war beim Sendbote, the Emissary, bei mir. Aber dann kam die Pandemie und alle, auch innerhalb von Europa, waren erstmal die Nationen isoliert, die Grenzen wurden gezogen und jeder für sich nach innen. Und ich dachte, das gibt's gar nicht, das ist überhaupt nicht japanisch. So sind die Menschen, wenn die Pandemie, Katastrophen, was weiß ich, kommen. Und da war ich eher überrascht. Ja, das war überhaupt nicht, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Eine Überraschung. Und das ist dann die Gesellschaft selbst, aber darüber habe ich nicht geschrieben, in Essays vielleicht, aber in diesem Buch war eher dann auf natürliche Weise, ist dann der zum Hintergrund geworden zu der Geschichte, dass da auch die Gesellschaft vielleicht auch im Ausnahmezustand sich befindet. Aber wie gesagt, Patrick, so einer, und Dichtung oder Literaturwissenschaft ist sowieso ein bisschen isoliert. Vielleicht könnten wir an dieser Stelle die zweite Lesung machen. Ja. Der Patient hat ein distanziertes Verhältnis zu seinen Händen. Er kennt jeden Buchstaben des Wortes Hand. Aber es fehlt ein verbindendes Stück zwischen dem Wort und der Hand. Eine Seele könnte die beiden miteinander verbinden, aber eine Seele ist zu altmodisch, so ähnlich wie das
Telegramm. Was heute alles mit allem zu verbinden scheint, ist nicht die Seele, sondern ein digitales Netz. Der Patient spürt eine starke Zuneigung zum Wort Telegramm und auch zum Wort Tetragrammaton, das er von Gikatila gelernt hatte. Es ist der Eigenname Gottes. Sein Beruf ist Gott. Sein Eigenname Tetragrammaton, welches Personalpronomen er für die erste Person benutzt, weiß der Patient nicht. Er weiß nur, dass er ihn duzen darf. Gott muss eine faltenfreie Hand haben, da er keine Biografie hat. Die Linien im Fleisch, besonders eine bestimmte Linie, zeigt die Länge des Lebens an. Je länger die Lebenslinie, desto ferner liegt der Tod. Es stört den Patienten, dass seine Lebenslinie in der Mitte abknickt und in der Handwurzel verschwindet, wo drei Rillen parallel laufen, wie ein Piktogramm für den Fluss. Der Patient glaubt nicht, dass Ceran freiwillig in die Seine gesprungen ist. Als Ceran in jener Nacht in den Wasserspiegel blickte, schubste ihn jemand ins Wasser. Dieser jemand war ein Zufallstäter. Der Patient will sich in das tiefe Wasser wagen, um den Täter zu finden. Denn selbst ein Zufall muss eine Verantwortung tragen. Die Beine des Patienten sind wackelig. Er hat Hornhautverkrümmung, trägt keine Brille. Es gibt weitere Gründe, weshalb der Patient ins Wasser fallen könnte. Kein Priester kann ihn davon abhalten, nachts allein am Ufer Zeit zu verbringen. Einen Freundeskreis, der ihn zum Abendessen einlädt, hat er nicht. Allein die Wissenschaften, deren stabile Säulen das schwere Dach des Nachthimmels stützen, könnten ihn retten. Leider steht aber kein wissenschaftliches Institut direkt am Fluss, wo die Obdachlosen in ihrem Sack schlafen und durch die Seeschlitze in die Nacht blicken. Ein wissenschaftliches Institut steht meistens auf einem Hügel, weit entfernt vom Wasser. Kennen Sie den Neimbaum? Er steht mitten auf einer freien Wiese. Man kann ihm dieselbe Frage aus 8 Himmelsrichtungen stellen. Die Antwort ist jedes Mal anders, obwohl es immer ein Nein ist. Patrick denkt, das klingt wie ein Koan aus der Zen-buddhistischen Tradition. Leo Erik stammt vielleicht aus einem Land, in dem heutzutage die meisten Zen-Buddhisten leben, also Frankreich. Diese Vermutung wird halb bestätigt, als Leo Erik sagt, das Wort Karriere kommt vom französischen Wort Carrière, eine Laufbahn. Ist Ihnen dieses Wort auch so unangenehm wie Karriere? Laufbahn, ja, äußerst unangenehm. Ich möchte frei sein, keine Autobahn, keine Eisenbahnschiene, lieber ein Feld ohne Fahrt, ohne Gehweg. Ein freier, moderner Mensch muss in alle Richtungen gehen können. Ich meine nicht nur 4 oder 8 Himmelsrichtungen. Es gibt mehr Richtungen als 8. Sie sind aber nicht in einer mittelasiatischen Steppe aufgewachsen, sondern in einer Stadt mit Hochhäusern. Ja, das stimmt. Dort gibt es für Fußgänger und Autos meistens nur 4 Richtungen. Rückwärts, vorwärts, links und rechts, mehr nicht. Aber 4 Richtungen sind ihnen schon zu viel. Um sich nicht jedes Mal erneut entscheiden zu müssen, haben sie eine einzige Antwort gefunden, die sie in jeder Situation anwenden. Was wäre diese Antwort? Nach links gehen. Patrick schluckt und blinzelt wie ein Stroboskop. Im hektischen Wechsel zwischen Licht und Schatten verschwindet sein Gegenüber. Das macht das Reden einfacher. Woher wissen Sie all das? Wie gesagt, ich habe Sie beobachtet. Ich bin gekommen, um mit Ihnen über die Leitbahnen zu sprechen. Die Leitbahnen ziehen sich durch den menschlichen Körper. Es gibt 12 Hauptleitbahnen. Sie werden Meridiane genannt. Deutsche Mediziner verwendeten zuerst den Begriff Leitbahnen.
Später setzte sich der Begriff Meridiane durch. Das kommt aus der französischen Übersetzung vom chinesischen Begriff Jinmai. Patrick erwidert reflexartig: Aber es gibt doch nur einen einzigen Meridian. Wieso sprechen Sie von mehreren Meridianen? Die meisten Menschen denken nur an einen Meridian, dem Nullmeridian, und verdrängen alle anderen. Naja, es gibt nicht so viele poetologische Texte von Zählern. Der Meridian ist für mich schon sehr wichtig. Lassen sich aber seine Gedichte von diesem einen Meridian erklären? Natürlich nicht. Wenn ein Meridian für Sie zu wenig ist, wie viele Meridiane haben Sie zu bieten? Hauptmeridiane gibt es so viel wie die Ziffern auf einer Uhr, 12. Ach, Sie reden von Akupunktur. Patrick ist unendlich erleichtert. Jetzt weiß er, worum es geht. Die Atempause der Erleichterung dauert aber nicht lange. Leo Erik zieht ihn in einen neuen Strudel der Verwirrung. Nein, ich rede von einem Gedicht von Zeran. Umweg, Karten, Phosphorn. Kennen Sie das Gedicht? Natürlich kenne ich es. Patrick spürt seine großen Zehen, die aus irgendeinem Grund den Boden nicht richtig fühlen können. Meine Füße sind plötzlich komisch präsent. Sie können den Boden nicht finden. Mein Großvater sagte mir: Achte auf deine eigenen Füße, während du mit jemandem sprichst. Der Fuß ist ein umfangreiches Buch. Manche denken, dass nur die Augen oder das Herz eine Verbindung zur Seele haben. Das stimmt aber nicht. Die Vernetzung im Körper ist viel komplexer. Zeran kann aber nicht solche Meridiane gemeint haben. Für ihn gab es nur einen Meridian. Den Meridian, der durch London läuft, das glaube ich nicht. Zum Beispiel gibt es einen sehr wichtigen Meridian für Zeran. Er verbindet Paris mit Stockholm. Patrick erinnert sich blitzartig, dass im Briefwechsel zwischen Zeran und Nelly Sachs von einem Meridian die Rede war. Zwischen Stockholm und Paris verläuft der Meridian des Schmerzes und des Trostes, zitiert Patrick aus dem Gedächtnis und führt aus. Es gibt mehrere Meridiane, metaphorisch gesehen, aber ich halte nichts von Metaphern. Sie sind mir zu schwammig. Ich orientiere mich lieber an Zahlen und Buchstaben. Leo Erik erwidert sanft: Ich meine nicht metaphorisch, sondern geografisch. Waren Sie schon mal im historischen Observatorium in Paris? Nein, dort ist der sogenannte Pariser Meridian aus bunten Steinen in den Boden eingelassen. Ich dachte, Meridiane sind die Leitlinien im Körper. Was ist schon der Unterschied zwischen der Erdkugel und dem Körper? Die Ortsnamen und die Namen der Organe waren gleichermaßen wichtige Anhaltspunkte für den Dichter. Wir müssen nach den Linien suchen, die sie miteinander verbinden. Alles sehr interessant, was Sie da sagen. Warum fahren Sie nicht selbst zur Tagung nach Paris? Sie sind derjenige, der unbedingt über Zeran und den Meridian oder meinetwegen über die Meridiane sprechen sollte. Das kann ich leider nicht. Ich bin nicht vom Fach. Mein Großvater praktizierte in den 50er und 60er Jahren traditionelle chinesische Medizin in Paris. Es war die Zeit, in der auch Zeran dort lebte. Mein Großvater war ein sehr gebildeter Mann, las Chinesisch, Französisch, Hebräisch und Deutsch. In seinem Nachlass fand ich Notizen zu Zelans Gedichten. Und weiter? Ich kann Ihnen einiges erzählen, was wahrscheinlich sonst sehr wenige Menschen wissen. Was Sie daraus machen, ist Ihre Sache. Mir ist gleichgültig, ob Sie in Ihrem Beruf erfolgreich werden oder nicht. Ich biete Ihnen keine Laufbahn, sondern einige Meridiane. Danke. Ja, vielen Dank. Ich denke, man sieht in dieser Stelle sehr gut, wie Sie sich sozusagen imaginativ mit Zeran auseinandersetzen
und wie einzelne Begriffe aus Celans Gedichten, ja oft sind es auch fachsprachliche Begriffe, chemische Begriffe oder medizinische Begriffe, wie die sozusagen von Celans Gedichten in ihren Text migrieren. Meine Frage ist sozusagen erstmal allgemein, wie kamen Sie dazu, also einen Roman jetzt über Celan zu schreiben? Und wie hat sich das sozusagen für Sie davon unterschieden, jetzt also einen literaturwissenschaftlichen Essay über Celan zu schreiben? Sie haben sich ja auch schon in Essays mit Celan befasst, aber jetzt eben die Entscheidung für einen Roman, um Ihre Lektüre sozusagen imaginativ zu verarbeiten. Ja, eigentlich, also ursprünglich hatte ich vor, wieder ein Essay zu schreiben und für die FU so eine Ringvorlesung und dort wieder über Celan zu sprechen. Und so war ich kurz vor der Pandemie, Februar letztes Jahres, im Marbacher Archiv. Und dort habe ich Typoskripte von Celan gesehen. Und da war ich dann, dieses Papier, das war ja sozusagen Originalpapiere, die auch Celan berührt hat. Ja, irgendwas was hat mich dann plötzlich dann umgestimmt und ich dachte, wow, das ist ja was ganz anderes, ein ganz anderes Lesen. Und dann hatte ich auch ein medizinisches Buch, das Celan im Krankenhaus gelesen hat. Das ist Einführung in die Medizin und wird alles erklärt, wie die menschlichen Organe funktionieren. Eine westliche Medizin von Faller, ein Standardwerk. Und das war auch im Archiv, und weil das ein Celans Exemplar war und dann auf der Rückseite vom Umschlag war ein Gedicht, auch von ihm geschrieben. Seine Handschrift sozusagen, ein Gedicht, das im Fadensonnen auch enthalten ist. Und das war also dieses Gedicht, das im medizinischen Buch hineingeschrieben war, das hat mich so umgehauen irgendwie, weil da waren die Gedichte, Wörter der Poesie in die Medizin hineingegangen und umgekehrt in Celans Gedichten, so wie Sie sagten, kommen Fachbegriffe, sogenannte Fachbegriffe. Aber warum sollten wir die aussortieren? Ja? Nur weil wir sie nicht verstehen ohne Wörterbuch oder weil wir die nicht benutzen, um unsere Gefühle auszudrücken, was weiß ich. Aber dieses Aussortieren, Ausklammern ist vollkommen nicht nötig, weil wir denken an unseren Körper, Gedanken, Gefühle, alles gehört ja zusammen und alles ist dann die Sache der Poesie. Also, und diese Grenzüberschreitung hat mich ja auch zur Idee gebracht, jetzt keinen Vortrag zu schreiben oder kein Essay. Ich weiß nicht, wie meine frühere Essays über Celan, wie weit sie wissenschaftlich waren, aber zumindest habe ich mich an bestimmte Regeln gehalten, bestimmte Minimal von Logik und auch die, ich habe auch mit den Schriftzeichen gearbeitet. Insofern waren die Schriftzeichen etwas Handfestes. Auch wenn jeder Buchstabe im Alphabet nichts bedeutet, ich konnte daran scheinlogisch ein Geheimnis lüften. Und mir ging auch diese Inszenierung des Geheimnislüftens, was war ja gar kein Geheimnis, das Celan versteckt hätte und ich entdeckt hätte, überhaupt nicht. Aber trotzdem, irgendwie habe ich dann eine Form gefunden in diesem Essay. Und jetzt die Ideen und Assoziationen, die ich diesmal hatte, waren viel zu wild. Nicht einmal diese scheinwissenschaftliche Logik konnte ich da nützlich machen, sondern ich musste frei sein und dachte, ja, warum nicht? Eigentlich ist dann so eine freie Sache, Gedichte zu lesen. Also freier ist der Mensch nirgends und trotzdem macht man sich so eng. Wozu? Ja, das kann ja durchaus, ob man das Wissenschaft nennt oder nicht, das ist ja auch nicht das Wichtigste gegenüber der Poesie. Ja. Das ist dann, warum nicht? Was ist dann, wenn man dann alle Grenzen überschreitet? Aber das heißt nicht beliebig, weil das ist dann... Das ist das nicht, sondern man geht immer
einem Weg nach, egal ob, was für eine Art der, dieser Weg ist, ob man den wissenschaftlich nennt oder sonst wie, egal, man geht diesem Weg einfach weiter. Und diese Freiheit habe ich mir genommen und das hat eine Form jetzt, die wie ein kurzer Roman oder zumindest ein, ja, das sieht aus wie ein literarischer Text. Ja, es ist interessant, dass Sie die poetische Kraft der Medizin ansprechen. Ich war auch ganz fasziniert von dem Wortschatz, den Sie zitieren, der Lebensbaum und der Hirnmantel und was war das, der Kleinhirnwurm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sind ja wirklich tolle Kreuzungen. In der Stelle, die Sie vorgelesen haben, kommen die Meridiane vor. Ja. Und das fand ich sehr faszinierend. Und was mich da interessiert hat, war gerade diese Kombination, dass wir einerseits einen Protagonisten haben, der so sehr isoliert ist und von der Außenwelt abgeschnitten ist, wie Sie das ja schon beschrieben haben. Und andererseits aber ist Ihr Buch ja ein Buch, das Verknüpfungen herstellt und das wirklich ganz stark damit beschäftigt ist, Verknüpfungen herzustellen. Und da wollte ich vielleicht, darf ich das kurz hier zeigen, diese Fadensonne, ja, also das ist ja auch ein wunderschönes Bild und das verknüpft ja mehrere Dinge. Zum einen sind das diese Mandalas, die als Handarbeit hergestellt werden mit Fäden an einem Holzrahmen. Also Sie schreiben ja auch, dass das zur Therapie für Depression verwendet werden kann. Aber dann stellen Sie ja auch einen Bezug her zum Gedichtband Fadensonne. Und das ist natürlich, wenn man das sieht, dann wird einem schon sehr klar, dass Celans Fadensonne auch eine andere Bedeutung annehmen kann. Und dann stellen Sie aber auch eine Verbindung her zu Bomben im Zweiten Weltkrieg, die weiße Fäden in die Luft werfen und auch eigentlich Fadensonnen sind. Also es gibt diese zahlreichen Verknüpfungen, die, denke ich, bei Lesern zu Aha-Erlebnissen führen werden. Und da passt ja auch der Meridian rein, der ja auch sehr bedeutungsreich ist, der Meridian als Längenkreis und als Leitbahn in der traditionellen chinesischen Medizin, wo er die Grundlage für die Akupunktur bildet. Und dann natürlich Paul Celans Büchnerpreisrede, die auch den Titel Der Meridian trägt. Also die Frage ist, was hat Sie inspiriert zu Fadensonne und zu Meridian als, ja, als wichtige Bezugspunkte für das Buch? Aber mich interessiert auch, ob jetzt Verknüpfung für Sie, das ist für mich geradezu ein poetologisches Prinzip im Buch, ja, diese Verknüpfungen, die hergestellt werden. Und das interessiert mich auch. Also als Gegengewicht für diese Isolation. Ja, das ist dann Celans Gedichte, besonders in Fadensonnen und in späteren Werken insgesamt, sind die Wörter isoliert, zerrissen, Zusammenhänge auch, die sind nicht offensichtlich da. Aber in einer Weise sind sie dort, als wollten sie uns sagen, wenn man nicht diese Fähigkeit verliert, als Mensch Assoziation herzustellen, wenn zwei Dinge miteinander so verbinden, dann ist die Zivilisation verloren, die Menschheit verloren. Und die Gedichte, diese Verstreutheit oder Zerrissenheit hat diese starke Kraft deshalb, weil wir können das nicht lassen. Wir müssen als Leser, wir können nicht anders als zu verbinden, Assoziation zu haben, eigene Assoziationsfaden zu ziehen. Und diese Faden gehen meistens durchs Gedächtnis. Also die Assoziationen kommen oder gehen ins Gedächtnis und diese Arbeit ist dann passiert bei der Lektüre der Gedichte insgesamt wahrscheinlich, aber auch bei Celan. Und weil diese Kraft bei Celan besonders so stark ist, denke ich mal, dass das nicht unabhängig, also nicht nur an einem regionalen Kultur und Wissen darüber gebunden ist,
sondern das trifft dann viel allgemeinere menschliche Denkstruktursysteme, auch wenn die ganz weit weg irgendwo existiert und Ceylan keine Ahnung davon hat, aber trotzdem kann dieses assoziiert werden und also in Bezug genommen werden. Und das finde ich eine starke Art von Grenzüberschreitung oder Interkulturalität. Das heißt, das ist nicht so, dass deine Gedichte davon ausgeht, hier gibt es slawische Kultur, hier jüdische, hier eine chinesische, davon habe ich keine Ahnung, hier die deutsche, und dass man davon ausgeht und sie miteinander verbindet. Nein, überhaupt nicht. Die gibt es als Voraussetzung überhaupt nicht, sondern es gibt starke Wörter, die sind so platziert. Und die müssen wir miteinander verbinden. Und in dieser Verbindungsfadensonnentherapie, Arbeit, Handarbeit, kommen sowieso alle Kulturen im Umkreis und in der Ferne, werden eingesogen, sie werden mit einbezogen. Ja? Und diese Kraft der Fadensonnen, das hat dann seine Dichtung. Und das ist eine in einem ganz anderen Sinne kulturverbindend. Danke. Wir haben ja versprochen, dass auch Fragen aus dem Publikum möglich sind. Und ich möchte jetzt alle einladen, wenn es Fragen gibt, sie bitte in den Chat zu schreiben. Wir haben selbst noch mehr Fragen, aber vielleicht lassen wir anderen den Vortritt jetzt. Vielleicht, bis eine Frage reinkommt. Was mich noch interessieren würde, was Sie jetzt von Erinnerung gesprochen haben, und Sie haben auch davon gesprochen, wie Sie ins Archiv gegangen sind, also die Archivarbeit, die damit verbunden war. Und also dieser Bezug zur Vergangenheit, den Sie da erarbeiten, wie steht der im Verhältnis zur Gegenwart in dem Roman? Weil es gibt gleichzeitig natürlich auch sehr gegenwärtige politische Themen, ja, die Papillisten werden erwähnt. Also wie verbinden Sie die Erinnerungsarbeit mit sozusagen dem Bezug zur unmittelbaren politischen Gegenwart? Ja, in diesem Roman ist tatsächlich durch den Umweg oder durch absurde Assoziation, Patrick könnte ja auch direkt denken, ja, mein Bruder ist rechtsradikale, antisemitisch, genau wie darunter hat Ceylan gelitten und so, überhaupt nicht, sondern Pappel ist ein wichtiges Wort bei Ceylan, und papillistisch, also Pappel, und dann kommt populistisch, dann denkt er über die Populisten, und so funktioniert bei ihm die Assoziation, und das hat die Funktion vielleicht, dass man dann wie kann ich das dann sagen? Das ist nicht so, dass er eine feste politische Meinung vertritt und da drin sich dann richtig findet und das so direkt dann nach außen transportiert oder äußert, sondern in seinem Kopf geht alles Mögliche durcheinander, aber da denkt er natürlich auch über die Gegenwart und die Politik. Aber diese Art und Weise ist dann nicht parteiisch erstmal, sondern etwas quält ihn. Ja? Nicht nur eine Sache, sondern vieles quält ihn. Und sie kommen immer wieder in Gedanken, und Ceylans Wörter, auch selbstgemachte Wörter, sind Durchgang oder so eine Röhre, dass das wodurch dann die, was er beobachtet oder erlebt, hineinkommt. Und nicht die schon fertige pauschale Kategorien, die man dann denkt, ah, da sind Neonazis oder ah, da sind das und die Moslems und so, sondern ganz andere Wege. Und dadurch werden auch andere Verbindungen möglich mit der Vergangenheit. Und dass die Vergangenheit und Geschichte und auch was er erlebt, sind nicht die Außenwelt, sondern das ist in seinen Gedankenwelt und auch was Intimes, Persönliches dadurch. Ich sehe eine Frage zu Etüden im Schnee, aber vielleicht machen wir das am Ende und bleiben erst noch bei Paul Ceylan.
Ich interessiere mich für die Vögel im Buch, die mir aufgefallen sind. Ja, es gibt sehr, sehr viele Vögel. Eine singende Amsel, den Vogelgott Garuda und dann auch die Dohle, die auf Kafka anspielt und so weiter. Und es kommt ja auch einfach so, ich habe mir den einen Satz aufgeschrieben hier, das zitiere ich kurz. Patrick klopft mit Fingerkuppen an die Stirn. Wie ein Specht will er dicke Gedankenwürmer aus der Baumrinde jagen und auffressen, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und also die Vögel, die so sehr oft vorkommen, welche Bedeutung haben die für Sie? Und das ich, ohne jetzt hoffentlich etwas vom Ende zu verraten, frage ich mich auch, stehen die mit den Engeln in Verbindung, die ja auch ja, genau. sind und ja. ja im Titel vorkommen? Ja, das ist, hat tatsächlich Flüge. Also das in Kafkas, Kafka sage ich ja schon, dass Gedichten Vögel vorkommen, ist ja eine Tatsache. Aber die sind natürlich beflügelte Wesen und mit Flügel, Engel, was fliegt und von oben beobachtet, was singt auch natürlich dann, was das der Gesang betrifft, ist dann, was die Vögel machen, ist ja sehr interessant, auch für die professionellen menschlichen Menschensänger sozusagen. Und in diesem Zusammenhang sind dann die Tiere, die da in diesem Buch vorkommen, sind dann hauptsächlich Vögel, ja. Und kein Eisbär, kein einziger Eisbär kommt vor, sondern ein Vogel. Wir haben gerade eine Frage zu Celan im Chat. Ich kann sie einfach vorlesen. Und zwar von Marion Gerlind aus Oakland. Gibt es einen Grund, warum Sie Celan nicht durch Freitod sterben lassen wollten? Ah. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich hatte immer was dagegen gehabt, weil man hat Celans Leiche gefunden und man weiß, dass er Probleme hatte und das ist sehr wahrscheinlich, aber warum, alle sind sofort einverstanden und schon überzeugt, und, ja, der hatte so viel Probleme, ja, der hat Selbstmord gemacht, ja, typisch Dichter, Punkt, ja. Aber so klar ist es nicht, wie er gestorben ist und was da in den letzten Stunden seines Lebens passiert ist. Es kann ja, und selbst wenn er in dem Moment nicht geschubst wurde von einem Zufallstäter, kann es ja sein, kann man ja auch sagen, dass viele Menschen ihn in seinem Leben geschubst hat und dass er stürzen musste und auch insgesamt. Also ich hatte irgendwas dagegen, dass man schnell einverstanden ist. Und mit der Vermutung, dass ein Dichter Selbstmord begangen ist. Also das nehme ich nicht so an, ja. Ging es Ihnen auch an, stellenweise um eine Kritik der Germanistik? Also ich muss an die, oder vielleicht der Celan-Rezeption, also ich muss an diese Stelle mit dem Chefarzt denken, der so gerne Diagnosen erstellt, und allen Dichtern bescheinigt, dass sie Narzissten sind. Also die fand ich sehr witzig, die Stelle, wenn ich das kurz lesen darf, als dem Chefarzt nichts weiter, also der Chefarzt ist ein Germanist, als ihm nichts weiter Verwerfliches über Celan einfiel, sagte er, Stefan George sei ein Narzisst gewesen, auch Gottfried Benn und Georg Trakl und so weiter. Also diese, sie beschäftigen sich ja auch mit Krankheit und auch ein Versuch, denke ich, vielleicht Krankheit umzuwerten ein bisschen und eine andere Herangehensweise zu ermöglichen. Und ist das, geht es hier auch so ein bisschen um eine Kritik an der Celan-Forschung, an der Germanistik? Also ich kenne die Celan-Forschung eigentlich nicht so gut, daher kann ich sie nicht kritisieren, aber einiges, was man am Rand so mitkriegt, was gesagt wird über Bachmann, Nelly Sachs und auch Celan, das fand ich schon ziemlich problematisch, aber viel allgemeiner, nicht nur Germanistik, sondern ich meine,
Heutzutage haben wir so viele Bezeichnungen für so viele mögliche Krankheiten und viele Dichter, Autoren sind ja dann, sie haben diese Krankheiten gehabt nach dieser Logik. Aber was heißt denn das, wenn sie da, die haben gelebt und sie haben gedacht und sie haben diese Werke geschrieben. Also was heißt denn überhaupt, krank zu sein? Und das ist dann von der Literatur ausgehend, sehen diese sogenannten Krankheiten wieder ganz anders aus. Das ist eine bestimmte, das drückt sich als eine bestimmte Art von Beziehung zur Sprache und auch eine bestimmte Art der Beobachtung und bestimmte Art der Funktionsweise der Gefühle oder Verbindung zwischen Gefühle und Sprache. Und all das ist sehr speziell, aber das, wenn man das dann einfach sagt, ja, nicht normal oder qualvoll auf jeden Fall, und das muss man dann heilen, kann man natürlich sagen auch, und ich will ja auch nicht, dass die Dichter leiden, aber das sagt auf einmal gar nichts mehr, dieser Begriff der Krankheit, sondern man muss da hinschauen. Da ist etwas, wo man da hinschauen muss und gar nicht heilen muss. Es ist jetzt wieder eine Frage reingekommen, gerade zu diesem Thema, nämlich von Evan Martens. Die Frage ist, haben Musik und Krankheit in diesem Werk ein Verhältnis mit der Erzählung Kleists, die heilige Cecile? Ja, stimmt. Ja, das ist gut. Ja, stimmt. Ja. Ja. In diesem Buch erinnere ich mich, dass die Musik in bestimmter Weise verrückt gemacht hat, aber er empfindet das nicht so, sondern er empfindet er Trost, aber er geht in eine Welt hinein, die dann nochmal isolierter ist, als er sowieso ist. Und er wohnt da drin und das ist sehr wohltuend, aber das ist ein Zeichen für seine Krankheit auch. Insofern, ja. Da wir von den literarischen Beziehungen sprechen und Einflüssen, war Büchner für Sie ein wichtiger Bezugstext? Also Sie erwähnen Wojcik und Lenz liegt ja auch nahe und Paul Celan in der Meridianrede spricht ja auch oder analysiert ja Lenz. War das ein wichtiger Einfluss für Sie? Ja, schon, denke ich, weil Wojcik und dass ein Mensch als kranken Menschen ein diagnostiziert wird, dann ist er ein Objekt. Das ist ein Objekt für Experimente, Forschung. Also in dem Moment verliert er ja auch Selbstbestimmungsrechte. Und ein Teil, man hat fast das Gefühl auch, dass ein Teil der Menschheit immer Kranke sein müssen, um die Industrie auch aufrichtig zu halten und ja, die Entwicklung vorzutreiben und auch die Forschung, die Wissenschaft vorzuschreiben, da ist dann immer ein Teil der Menschheit als krank geschrieben, sozusagen. Und Wojcik, ja. Ja, das spielt schon eine Rolle, ja. Aber es kam ja dann, in diesem Buch kam das dann als Opernstück dann vor, ne? Oder wie war das nochmal? Ich glaube, weiß es. Ja. 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 Ich habe eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht, weil ich bei Celan, mein erster Gedanke ist, Holocaust und Vergangenheitsbewältigung. Und das ist ja, das kommt ja auch in Ihrem Buch so ein bisschen vor. Der Krieg wird erwähnt, die Angst vor Luftangriffen, die Phosphorangst, Lufthansa Storch, die Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg und die Ermordung von Mutter und so. Das wird ja alles erwähnt, aber gleichzeitig
ist das ja eine andere Perspektive auf die deutsche Vergangenheit, weil wir so viele Kulturen haben, die ihre eigenen Erinnerungsstränge einbringen. Also es ist Patricks Eltern, erfahren wir ja, kommen aus der Ukraine, Paul Celan ja selbst, damals Rumänien, aber heute die Ukraine, der chinesische Engel, ihre eigene Perspektive. Haben Sie versucht, diese Erinnerungsstränge zu verknüpfen in Bezug auf die Vergangenheitsbewältigung? Oder war das für Sie, war für Sie der Zugang zu Celan eigentlich vor allen Dingen ein sprachlicher? Oder ging es Ihnen auch um diese historisch-politischen Fragen? Also ich finde, meine Arbeit war zuerst rein sprachliche. Ich habe Gedichte gelesen, als wären sie eine Oberfläche, Schriftzeichen. Und da so entstand auch dann solche Bezüge wie in einem Buch, in einem Gedicht steht tatsächlich I-I-E und das heißt Nein auf Japanisch. Das kann gar nicht gemeint haben, aber trotzdem. Und solche Bezüge, das heißt, dass man die Oberfläche sieht und liest und versucht zu lesen. Und das habe ich auch mit früheren Werken gemacht. Und dennoch, selbst wenn man nur die Oberflächen liest, sind in Frühwerken direkte Bezüge zum Ermordung der Juden drin, eindeutig. Und das kann man überhaupt nicht übersehen. Aber in Spätwerken, in Fadensonnen, ist es nicht drin, ja, in dem Fall. Also in diesem Sinne, direkten Sinne. Und das hat mich sehr überrascht, aber hat auch mich beschäftigt. Wieso? Das hat eindeutig mit dem Gedächtnis zu tun. Krieg, ja, wie Sie sagten, und all das, ja, aber jetzt nicht mehr spezifisch seine Mutter oder den Zweiten Weltkrieg oder Konzentrationslager, sondern ein bisschen anders. Und was ist das überhaupt? Womit war er dann 1968 oder in den 60er Jahren, wo war er mit seinem Gedanken und Gedächtnis? Was war sein Gedächtnis? Ja. Und das wollte ich nur anhand der Wörter, die er aufgeschrieben hat, verstehen. Und verstanden habe ich nicht, aber das ist ein Ergebnis. Und tatsächlich ist das dann ja, so geworden, wie das ist. Und ich finde, wenn man aber von vornherein Celan, so wie in der Schule manchmal gemacht wird, nur als jüdischer Dichter abstempelt und das als seine Aufgabe reduziert, also Celan auf diese Aufgabe reduziert, dann übersieht man große Möglichkeiten, die er noch bietet, weltweit. Das wird man übersehen und damit auch die Wichtigkeit der Holocaust auch reduzieren. Ja. Es gibt noch eine neue Frage von Leslie Adelson. Und zwar denkt sie über die Formulierung sich krank schreiben nach und fragt, ob es auch ein Gesundschreiben gibt oder ob das Wortpaar krank, gesund zu den vielen Oppositionen gehört, die der neue Roman also unterwandert? Oder was ist die poetologische Alternative zu Krankschreiben, wenn es nicht also als bloßer Gegensatz zum Gesunden gedacht wird? Ich freue mich sehr, dass Leslie Adelson dabei ist. Ich werde Hallo sagen. Und im Moment gibt es tatsächlich Gesundschreiben in Deutschland, das ist getestet, weil man macht Schnelltest und da darf man in einem Laden einkaufen. Und dann gibt es sehr viel Schnelltest, was da angeboten wird und geht man mit diesem Zettel, das ja auch beweist, dass man gesund ist. Das ist eine Zuschreibung, das ist ein bisschen absurde Zuschreibung, weil Schnelltest zeigt nicht,
nicht sofort am Anfang der Erkrankung und man ist in, ja, viele Probleme. Daher sieht man, dass sich krankschreiben lassen, genauso wie jetzt sich testen lassen, das wäre kein poetisches Gegensatz davon, sondern ein realistisches. Dass das beides die Sache der System, der Politik ist und was die Gesellschaft vielleicht braucht, aber hat weder mit Krankheiten noch Gesundheiten zu tun, also nicht hundertprozentig. Und für die Poesie oder Dichtung ist dann, man merkt ja sofort, das Wort gesund kann man überhaupt nicht in einem Gedicht verwenden. Warum? Wir können alle Wörter verwenden. Klein, schräg, glitzernd, hell, weiß, was weiß ich. Auch einfache Wörter, aber gesund kann man niemals verwenden. Das sagt ja schon was über den Begriff. Nun befinden wir uns natürlich noch in der Pandemie, aber mich würde auch noch ein Ausblick interessieren. Also was haben Sie für Pläne oder woran schreiben Sie gerade oder worauf können wir uns freuen sozusagen? Ja, das ist ein Geheimnis. Ich schreibe tatsächlich etwas, aber das verrate ich noch nicht, glaube ich. Ich bin sehr gespannt. Fragen, gibt es eine Schriftstellerin, die Sie inspirieren würde, einen Roman über Sie zu schreiben? Ah, interessant. Ich hab letztes Jahr in der Pandemie auch ein Essay über Ilse Eichinger geschrieben und die interessiert mich auch. Und jetzt noch ein anderes Projekt, wo man Manuskriptpapier oder Typoskripte von ihr, die übrig geblieben sind, aber nicht vollständig, da stehen nur ein Satz oder ein Teil vom Texten schon, die auch veröffentlicht wurden. Und zu diesem, also diese Papiere sollten uns da inspirieren und dazu ein Prosagedicht zu schreiben. Und das mache ich gerade auch. Und das, ja. Wir haben eine Frage, die vielleicht als letzte Frage, wenn Sie möchten, noch möglich ist. Von Cassie Burnett, sie hat gefragt, gibt es eine Inspiration für den ersten Abschnitt von Etüden im Schnee? Gibt es eine echte Eisbärenfigur, die den ersten Abschnitt beschrieben hat? Die der erste Abschnitt beschrieben hat? Ja und nein. Ich habe als Kind, vielleicht war ich 4 oder 5, war ein Moskauer Zirkus in Tokio und ich habe einen Bär gesehen, der war leider kein Eisbär, ein Braunbär, aber trotzdem ein kleiner Bär, der Dreirad gefahren ist. Und das hat mich dann sehr beeindruckt, beziehungsweise ich habe mich gefragt, warum macht das Tier das? Ist das dann, was geht im Kopf von diesem Tier dann vor? Und unvergessliche Erlebnis. Und danach habe ich mindestens ein Buch gelesen, aber vielleicht 2, wie die Tiere in der Sowjetunion im Zirkus dressiert werden, weil sie hatten die konnten die Sachen, die in Westeuropa und in den USA nicht möglich waren, die Katzen oder schwierige Tiere, dazu gehörte auch Eisbären, wie die Russen diese Tiere dazu bringen, etwas auf der Bühne zu machen, was die Menschen wollen. Und dieses Buch, das sind natürlich Tricks und auch etwas brutalere Sachen. Und die beiden Sachen kamen zusammen. Aber ich meine, ich habe mir auch gedacht, Mann, wir gehen auch zur Schule und wir finden alles ganz normal, aber vielleicht sind die Dinge, die wir machen, vielleicht auch von im Augen der Mondmenschen oder Nichtmenschen oder alleine jemanden
aus einer anderen Kultur, vielleicht ganz absurd oder ganz brutal. Und wir merken das nicht, machen einfach so, weil wir keine Alternative kennen, so wie die Eisbären im Zirkus. Das war auch der Gedanke. Insofern war das nicht so, dass ich diese Zirkustiere total bemitleidet hätte, sondern ich habe schon durchaus das als meine eigene Geschichte empfunden und geschrieben. Es gibt von Denis eine letzte Frage. Ich sehe Resonanzen mit den bisherigen Autorengesprächen hinsichtlich archivistischer Kreativität und Widerstand gegen Kategorien. Gibt es abschließende Gedanken zur Dichtung als Intervention gegen die Sprache der Fake News? Sprache der? Fake News, also diese... Ah, Fake News! Fake News. Aha, das ist ja... Das ist interessant. Also auf dem ersten Blick sehen die Fake News und Literatur ähnlich aus. Vielleicht beide Lügen. Ja, in meinem Buch kommt ja auch das Wort Lügen. Aber das ist was ganz anderes. Lügen in der Literatur ist sich beschäftigen mit der Geschichte, mit allem Möglichen, was man da in die Hand kriegen kann, mit den Fakten, mit den Büchern. Und daraus einen Zusammenhang zusammenzudichten, dass das eine Geschichte wird oder meinetwegen auch gebrochene. Aber das ist diese Geschichteschreibung ist notwendig, weil die Fakten, unzählige Fakten alleine sagen nichts. Und damit kann man auch nicht gegen Fake News kämpfen. Man braucht da eine andere, gemachte Erzählung, und das ist dann die Literatur, auch die Dichtung. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht können wir alle noch mal virtuell applaudieren. Ja, danke.